Hallo und herzlich willkommen wieder bei Familie Spranger und den Shelties vom Ponyhügel. Oft werde ich gefragt, wie das ist, wenn man sich einen Sheltie-Welpen holen möchte und es gibt schon Haustiere im Haushalt, ob das überhaupt funktionieren kann. Da ist vielleicht schon eine Katze oder Meerschweinchen, Häschen. Also wir hatten schon verschiedene Anfragen und alle Kleintiere haben wir nicht zu Hause, aber zum Beispiel zum Thema Katzen kann ich was erzählen und auch von der Erzählung her von unseren Welpenkäufern, wie das abgelaufen ist. Wir können sie nicht verallgemeinern, nicht jeder Sheltie ist geeignet für Haustiere, genauso wie nicht jede Jagdhunderasse dafür geeignet ist, aber im Prinzip ist ein Sheltie schon ein Hund, der nicht sofort hingeht und ein anderes Tier totbeißt. Der ist nun mal ein Hütehund, der wird eher versuchen, irgendwas weg oder ranzutreiben und nicht es zu jagen oder tot zu beißen, wobei einem schon klar sein muss, dass der Hütetrieb auch nur ein umgewandelter Jagdtrieb ist. Und man muss immer aufpassen und vor allem die nicht am Anfang, besonders in der Zeit, die alleine lassen. Kann es die Situation sein, Sie haben schon eine Katze im Haushalt oder Katzen und da kommt ein Sheltie-Welpe dazu. Der Sheltie-Welpe ist normalerweise noch kleiner als die Katze, kennt noch nicht so viel. Bei uns kennen sie schon Katzen, aber da können sie nicht von ausgehen, wenn sie woanders einen Hund kaufen. Und da ist die Zusammenführung relativ einfach. Sie haben den Kleinen auf dem Arm, sie verhindern, dass er sofort hinspringt und behalten ihn erstmal auf dem Arm, gucken, wo ist die Katze, vielleicht liegt die irgendwo im Körbchen. Da gehen sie ganz vorsichtig und ruhig ran und lassen sie mal schnüffeln. Da passen sie schön auf, dass der Welpe da nicht gleich hinspringt, sondern dass der auch ruhig gehalten wird und dann können die sich beschnüffeln. Dann ist schon mal das erste Kennenlernen passiert und die Katze kann den Geruch aufnehmen und der Hund kann sich anschauen, was sie für merkwürdige Mitbewohner haben. Wenn sie den Hund gleich laufen lassen, kann es passieren, dass selbst eine Katze, die schon Hunde gewöhnt ist, einen Schreck bekommt, Angst bekommt und flüchtet. Die Möglichkeit sollte natürlich gegeben sein. Also es darf keiner die Katze festhalten, wenn der Hund das erste Mal ankommt. Die Katze muss auf jeden Fall die Sicherheit haben, dass sie jederzeit ausweichen kann, am besten auch nach oben hin, wo der Hund nicht drankommt. Und das sollte man ihr dann auch lassen und die ist nicht zwingen, also eher zwingen, dass die sich kennenlernen. Bei manchen Katzen kann es schon reichen, dass die aus ein paar Meter Entfernung sich das erstmal anschauen und dann spielt der Kleine rum und läuft rum und irgendwann kommt sie von alleine nach unten. Wenn die Situation andersrum ist, Sie haben schon einen Hund und es kommt eine kleine Katze dazu, rate ich immer dazu, wirklich den Hund auch festzuhalten, dass der eben nicht hinterher rennen kann und nicht gleich so wild sein kann, aber dann der Katze die Möglichkeit geben, zu flüchten. Also eine neue Katze kommt ins Haus, dann würde ich erstmal den Hund sowieso aus dem Zimmer lassen, damit die Katze sieht, hier ist mein Katzenklöchen, hier ist mein Futter. Und dann kommen sie mit dem Hund, den sie gut festhalten, oder nehmen sie auf den Arm den Hund, je nachdem wie groß er ist, oder setzen ihn neben sich, dass die Katze dann von sich aus ganz ruhig rankommen kann und kann schnüffeln. Und bei manchen Tieren ist es so, dass sie überhaupt keinen Draht scheinbar zueinander bekommen. Die Katze faucht und macht sich riesengroß. Das heißt nichts anderes als geweckt, du bist mir furchtbar unheimlich, ich kann dich hier nicht gebrauchen. Und da müssen Sie genau gucken, wie der Hund reagiert. Wenn er ein bisschen schüchtern ist und vorsichtig, dann wird er sich zurückziehen und vielleicht bellen. Wenn der Hund sehr temperamentvoll ist und selbstbewusst, dann wird er trotzdem hinterhergehen und die Katze wird dann flüchten eben nach oben weg, dass der Hund nicht drankommt. Lassen Sie die Hund und Katze Kombination nicht aus den Augen, gerade in der ersten Zeit. Am besten ist, beide können sich auch aus dem Weg gehen. Und Katzen können eben sich zurückziehen, egal ob jetzt nach oben oder also im Raum nach oben oder in ein anderes Zimmer. Was ich nicht machen würde, ist den Hund ins Haus holen, wenn Sie jetzt einen kleinen Hund holen oder auch überhaupt einen fremden, anderen, größeren Hund und die Katze erstmal wegsperren. So nach dem Motto, der Hund soll sich erstmal eingewöhnen und dann zeige ich ihm die Katze. Das ist keine gute Vorgehensweise, weil der Hund riecht natürlich überall. Die Katze, der weiß schon, da ist irgendwas, kann es aber nicht richtig zuordnen. Und dann kommt irgendwann die Katze rein, dann ist der Schreck groß und dann kann sein, dass er sogar das Zuhause verteidigt, was er seit kurzem hat, gegen diese Katze. Egal, ob man jetzt einen Jagdhund hat oder Hütehund, irgendeinen anderen Hund, der wird genau wissen nach einiger Zeit, dieses Tier da wohnt hier. Diese Katze, ich finde sie zwar ein bisschen komisch, vielleicht sagt er sich, weil die eine andere Sprache sprechen, die wedelt mit dem Schwänzchen und meint das gar nicht fröhlich,
Aber sie wohnt hier, sie gehört irgendwie dazu. Die Menschen werden sich was bei gedacht haben. Das heißt dann aber nicht, dass der Hund, der diese Katze akzeptiert oder sogar vielleicht gerne hat, mit der in einem Körbchen liegt, ihr vielleicht auch Futter abgibt, dass dieser Hund zum Beispiel die Nachbarskatze auch akzeptieren würde. Nein, nein, der weiß genau, das ist meine Katze und das ist nicht meine Katze. Und da müssen Sie sich nicht wundern, wenn der plötzlich hinter fremden Katzen herrennt, bellt und die vertreibt. Weil das ist ganz normal. Das würde er auch machen, wenn ein fremder Hund vorbeikäme, der da nichts verloren hat. Der kann genau unterscheiden, gehört dazu, gehört nicht dazu. Nun ist es auch manchmal so, dass Leute mich fragen, sie haben ein Häschen oder ein Meerschweinchen, ob das wohl funktioniert. Das ist sehr ähnlich wie mit einer Katze. Wenn der Hund dazukommt, müssen sie dem anderen Tier die Möglichkeit geben, auch wegzuhoppeln, wegzulaufen. Und den Hund müssen sie erstmal ruhig halten. Ein kleiner Welpe wird überall erstmal hinrennen, wird gucken, ob das ein Spielkamerad ist. Bei Nagetieren sollten sie durchaus wissen, dass zum Beispiel Welpen auch gerne Möhren essen und dass sie auch irgendwelche Nagelcracker annagen und solche Sachen. Die würden sie also auch klauen nach Möglichkeit. Und mit Katzen ist das auch das Gleiche. Wenn da Näpfe stehen mit Katzenfutter, wird der Hund da hingehen und wird es auffressen. Das heißt, wenn Sie eine Katze haben und einen Hund, empfiehlt es sich, dass die Katze irgendwo erhöht auf einem Tisch oder auf einem Schrank ihr Futter bekommt oder eben in einem ganz anderen Zimmer. Dass nicht der Hund dauernd an das Katzenfutter gehen kann. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist eben der Wassernapf. Manche Katzen trauen sich nicht mehr auf dem Boden zu trinken, wenn da der Hund ist. Da muss eben auch ein Wassernapf in der Nähe von den Näpfen sein, dass die Katze da gut ran kann. Jetzt bin ich schon wieder bei Katze, weil ich mich da auskenne. Da fällt mir noch ein wichtiger Punkt ein. Was in Katzenhaushalten auch zu finden ist und total interessant ist für jeden Hund, vor allem für jeden Welpen, Katzentoiletten. Spätestens, wenn die Hunde dann solche kleinen Pünktchen auf der Nase haben, wissen sie, er war jetzt wieder dran. Sie müssen von Anfang an möglichst verhindern, dass der Hund ins Katzenklo geht, darin buddelt und etwas findet. Es ist nicht so, dass kleine süße Welpen nicht fressen würden, was sie dort finden oder zernagen. Und wenn sich das so im ganzen Zimmer verteilt oder der Hund dann ganz besonders lecker aus dem Maul riecht, dann wissen Sie, warum ich Ihnen das jetzt sage. Also haben Sie von Anfang an ein Auge darauf, es tötet nicht den Hund, wenn der da mal ein Häufchen frisst, aber es ist nicht angenehm und man möchte das nicht. Und da würde ich immer gleich ein Nein hinsetzen, wenn der Hund nur schon die Nase da reinstecken möchte. Am einfachsten ist es natürlich, wirklich darauf zu achten, die Toilette möglichst sauber zu halten. Aber das ist so eine Sache, dass es schnell passiert, dass man doch nicht hinguckt. Und dann hat man eben das Malheur. Also da muss man Auge drauf haben. Genauso ist es, wenn Sie Meerschweinchen oder Hasen im Zimmer haben, dass Sie gucken, dass die Hunde eben nicht die Hinterlassenschaften auffressen oder dauernd da dran sind. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass auch zum Beispiel Meerschweinchen oder Häschen auch Milben und Sonstiges bekommen können und das auf den Hund übergehen kann, genauso wie der Hund auch Flöhe zum Beispiel übertragen könnte. Also Sie müssen dann immer alle im Blick haben, sollte einer der Tiere irgendwelche Parasiten haben, schauen Sie sich alle Tiere im Haushalt an, ob da vielleicht was ist. Also Sauberkeit ist immer ein hohes Gebot. Dann müssen Sie natürlich auch die Tiere beobachten, nicht nur den Hund, der dazu gekommen ist, sondern auch Ihre Kleintiere. Wie verhalten die sich? Zeigen die plötzlich Stress? Fressen sie nicht mehr richtig? Kommen sie nicht mehr zu Ihnen? Sind sie nicht zutraulich? Dann ist es eben doch nicht die richtige Kombination. Dann müssen Sie die wieder trennen oder müssen sehen, dass die mehr Zeit für sich haben. Nagetiere brauchen immer gerade so Meerschweinchen, Häschen die Möglichkeit, sich zu verstecken. Die brauchen ihre Höhlen. Und wenn die dann nur frei auf dem Teppich sitzen und der Hund wird dazu gesetzt, dann kann das in sehr große Stress ausarten für die Tierchen und auch zu Krankheiten führen, die vielleicht nicht sofort auftreten, die sich aber mit der Zeit dann zeigen. Also da haben Sie ein gutes Auge drauf auf Ihre vorhandenen Tiere und natürlich könnte auch ein Hund, eine Maus oder ein Häschen einfach totbeißen. Haben Sie immer ein Auge drauf, wenn das Spiel zu wild wird, auch eine Katze kann gefährdet sein, dann lieber trennen, dazwischen gehen. Wenn die sich nicht so sehr füreinander interessieren, bei Hund und Katzen hat es bei uns geholfen, mit so kleinen Bällchen zu arbeiten, die es für die Katzen gibt, die so Glöckchen haben oder irgendwie knistern. Wenn man die wirft, das finden kleine Welpen schon total interessant und die Katze auch. Und dann haben sie ein gemeinsames Thema, wo sie sich mit beschäftigen können. Das ist etwas, was meistens beiden Spaß macht. Man muss natürlich schon auch ein bisschen aufpassen,
mit Spielzeug, egal ob für Katzen oder Nager oder was so rumfliegt, dass das nicht dem Hund schadet. Bei Katzen hat man oft diese elastischen Bändchen dabei oder irgendwelche Glöckchen, die eben leicht zerlegbar sind, was eine Katze nicht macht, aber ein Hund schon. Nicht alle Katzenbällchen sind für Hunde geeignet und solche Sachen. Da muss man halt immer ein bisschen mit nachgucken. Und wie gesagt, wenn Sie den Raum verlassen mit den Tieren, sehen Sie zu, dass Sie eins mitnehmen, dass eben nicht der Hund in der unbeobachteten Minute dann doch irgendwas zerlegt oder das Tier stört. Ich hoffe, meine Tipps konnten Ihnen ein bisschen helfen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn Sie uns treu bleiben.